Hallo, mein Name ist Max Nollert. Schlauchboote sind derzeit wieder mal in aller Munde und werden von vielen verschiedenen Firmen angeboten. Wir von Imperial Fishing haben uns über die letzten Jahre viele Gedanken gemacht über Schlauchboote und hatten vor kurzer Zeit in einem etwas größeren Update etwas die Historie Revue passieren lassen und wollen das mit einem kurzen, ich betone kurzem, Video auch an dieser Stelle nochmal machen. Dazu haben wir mal die gesamte Flotte an Historie von Schlauchbooten hier vor der Firma aufgebaut. Metzler Schlauchboote, eine Ära von 1996 bis 2003. Danach ein Allroad-Marineboot, auch 7 Jahre lang, von 2003 bis 2009. Und dann kamen 2009 die I-Boots, zwischendurch auch noch ein paar GFK-Boote, wo wir entsprechende Erfahrungen gesammelt haben. Und im Einzelnen wollen wir ganz kurz auf die Boote eingehen, euch die Vor- und Nachteile erzählen und warum es heute I-Boots gibt. So, also angefangen hat meine Schlauchboot-Karriere 1996 mit einem Metzler Bronco S, nachdem ich diverse Badeboote gekauft habe vorher, die dann an Eisenstangen und an verschiedenen anderen Dingen kaputt gegangen sind, habe ich für wenig D-Mark damals ein solches Metzler-Schlauchboot von einem Yachtbesitzer gekauft und 7 Jahre lang benutzt. Großer Vorteil hierbei, aufblasbarer Boden. Wenn andere also noch dran waren, den Boden in ihr Boot reinzustecken und unter die Tubes, unter die Schläuche zu drücken und dann auch entsprechend die Aluminiumleisten zur Fixierung dran zu stecken, war ich schon längst auf dem Wasser, habe die Ruten schon abgelegt und das hat mir imponiert. Bei dem Boot, das war auch das, was ich wollte, ankommen, schnell aufpumpen und dann direkt los. Auch im Winter, bei sehr kalten Temperaturen, wie ich also oft im Winter auch in der französischen Moselle geangelt habe. Ja, Nachteil ganz klar, hier sieht man es deutlich, das Boot hat kein Kiel. Das heißt, spätestens ab dem Moment 2003, wenn wir nicht mehr auf H-Bojen und Sonstiges zugefahren sind, sondern mit GPS, ich angefangen habe, Routen rauszufahren, hat man gleich gemerkt, natürlich insbesondere mit dem E-Motor, dass man nicht in die Kurven fahren kann, dass man keine genaue Annäherung hat. Und damit war es halt mit dem Boot nicht mehr gut möglich. Und auch die Evolution der Schlauchboote ging in der Zeit schon weiter. Und wer sich damals am Markt umgeschaut hat, sah, dass man an den Allroad-Marine-Booten nicht vorbeikam. Die, möchte ich auch gleich darauf hinweisen, auch schon die Zapfen wie die Metzler-Boote vorher im Bodenbereich auf der Wasserlinie nach unten gezogen haben für eine bessere Trimmung und Stabilität, gerade für unseren speziellen Einsatz. Ja, und dann kommen wir zur Ära Allroad Marine Joker 320. Das ging ab 2003 in die nächste Runde. Wieder 7 Jahre lang war dieses Boot mein Begleiter. Und grundsätzlich ein absolut super solides Schlauchboot zum Karpfenangeln. Da gibt es nicht viel. Und deswegen haben wir auch so lange damit geangelt, wohl wissend, dass andere auch Schlauchboote produzieren, aber nichts Besseres. Irgendwie glich sich dann über die nächsten Jahre alles ein bisschen angeführt, ich würde sagen fast angeführt auch von der Marke Allroad Marine mit den Jokerbooten. Die Tubes allerdings waren dann etwas zu dick. Wenn man darüber nachdenkt, Boote besser zu machen, mehr an das Karpfenangeln anzupassen, stellte man fest, die Tubes waren zu dick, der Innenraum litt. Wenn ich jetzt meinen Arm hier rein tue, sieht man, da sind noch ungefähr 10-12 cm Platz bis zum anderen Tube. Ich zeige das deswegen, weil wir das gleich mal bei einem I-Boot machen, um zu sehen, wie viel mehr Platz da drin ist. Aufblasbarer Kiel war natürlich eine hervorragende Geschichte für Kursgenauigkeit und Kurstreue, auch vor allen Dingen mit dem E-Motor eine wunderbare Kurve zu fahren. Ja, dann haben wir weiter überlegt, was könnte man noch besser machen bei Schlauchbooten. Dazu kommen dann die festen Sitzbänke, feste Position und auch so fest, dass man also während dem Angeln die nicht ganz so leicht entnehmen kann. Gerade wenn man einen Fisch gefangen hat und möchte den reinnehmen, war das gerade im Drillbereich auch gut, wenn die Bank mal draußen war, um hier vorne das entsprechend alles wunderbar zu handhaben. Ich habe die dann teilweise mit ein paar Tricks rein und raus gemacht. Aber das war eben dann eine Notlösung. Wie man es dann am Ende besser machen kann, in verschiedenen Punkten, obwohl, wie gesagt, so ein Allroad Marine schon ein sehr, sehr solides Boot war, über viele Jahre hinweg, das zeigen wir euch jetzt bei den I-Boats. So, vielleicht sieht man es jetzt schon auf den ersten Blick, der kleine Switch von einem 320er Allroad Marine Joker in ein I-Boat 320. Da haben wir also dann die verschiedensten Ideen in einem Schlauchboot umgesetzt, die es mittlerweile seit 5 Jahren zu kaufen gibt.
eine verschiebbare Sitzbank, haben wir oft genug Ferkel vorgestellt. Ist eine sehr, sehr vernünftige Sache, um für jeden die optimale Sitzposition herauszufinden und auch den entsprechenden Raum, je nach Situation, ob man drillt, ob man mit dem E-Motor fährt, da kommt die Bank zurück, oder ob man Fische ins Boot reinhieft, entsprechend gerade die Position so festzulegen. Dazu kommt dann entsprechend auch mit dem Schlauchboot das entsprechende Ladevolumen oder auch die Kapazität. Eben zeigt es schon bei meinem Rotmarinboot, wenn ich den Arm rein tue, waren eben noch 10, 12 cm auf der rechten Seite Platz. Das sind jetzt hier eher 40 cm, die wir da noch an zusätzlich vielleicht auch 35 an zusätzlichem Platz haben, die natürlich über die gesamte Länge stattfinden und vor allen Dingen dann auch in dem Bugbereich, so wie wir es oft beschreiben, nicht sehr spitz zusammenlaufen, sondern relativ lange gerade bleiben, im letzten Augenblick vorne die dicke Walschnauze. Zusätzlich wurde der Heckspiegel nach hinten versetzt, um auch mehr Innenraum zu bekommen. Wir bleiben bei Tubes, die am Ende außerhalb des Heckspiegels nach unten hin kielförmig zusammenlaufen, um die Trimmung optimal zu haben. So, aus der Perspektive sieht man es vielleicht noch mal gut, wie lange die Schläuche gerade bleiben. Wir haben 38er Tubes, gewinnen somit gegenüber fast allen anderen Booten am Markt 4 cm auf jeder Seite am Innenraum, sind 8 cm in der Breite. Dazu kommt der Heckspiegel weit hinten, die Schnauze vorne breit. Mehr Innenraum als bei diesen Schlauchbooten in vergleichbarer Länge gibt es derzeit nicht am Markt. Beispiel, das 260er Eiboot hat 1,55 Quadratmeter Innenraum. Da kommt aktuell, da kann man überall nachschauen, keiner dran. Entsprechend beim 320, wo dasselbe Konzept umgesetzt wurde, auch nicht. So Schlaufen, wie an der Seite dran sind oder auch am Heck. Gerade diese Geschichte gab es also bis zu der Erscheinung von iBoots mit dem entsprechenden Merkmal nicht. Gerade wenn man einen engen Weg langläuft oder durch eine Tür, ein Tor oder auch dichte Büsche, geht man sehr schlecht nebeneinander. Da geht es besser, wenn man hintereinander geht, und deswegen haben wir die Griffe da dran gemacht, weil man es einfach komfortabler halten kann. Abschließend dazu natürlich Paddellängen, die abgestimmt sind auf diese Breite des Bootes, wo die Hebelverhältnisse optimal wirken. Wunderbar. Ja, ein Merkmal, was sich natürlich seit 1996 nicht geändert hat, sind aufblasbare Böden. Ich sagte es schon, ausschließlich, so hat man es auch im Update stehen, natürlich auch das iBoot. Wenn man jetzt mal da reinschaut, wenn ich das belaste, ein aufblasbarer Boden, sieht man fast gar nicht, dass ich da überhaupt drin stehe von der Belastung her. 0,6 Bar Druck zeigt, wie stabil sowas sein kann. Viele hatten immer Angst vor aufblasbaren Böden, verstehe ich auch. Im Metzler konnte man eigentlich nicht stehen, es sei denn, man hat sich da noch ein Brett drüber gelegt. Hiermit ist das kein Problem. Das Ganze gibt es natürlich auch noch ein paar Nummern kleiner, bis hin zu ganz klein. Hier haben wir aktuell eins der neuesten Würfe, ein 2,10 Meter Eiboot. Auch wieder überdimensional breit mit den ganzen Features, die wir so entwickelt haben über die Jahre dran. Und der allererste Wurf, der war ja, also das war der letzte Wurf, der allererste bei den iBoots, war ein iBoot 160. Verschiebbare Bank, ein kleines Boot, wo man benutzt, um mal kurz Routen rauszufahren. Wird inzwischen auch häufiger als Abhakmatte, aber dafür wäre es natürlich viel zu teuer, ne? Benutzt. Und an diesem haben wir mal die Ruderdollen von der Ruderaufnahme, der Ruderhülse, abgemacht, um zu zeigen, was es überhaupt heißt. Ruderdollen auf Metallhülsen. Diese Teile sind bei allen anderen Schlauchbooten am Markt, die aktuell in unserer Szene angeboten werden, aus Kunststoff und werden mit kleinen Madenschrauben kurz fixiert. Wir haben durchgehende Metallschrauben aus Edelstahl mit selbstsichernden Muttern. Die sind jetzt hier momentan rausgemacht, damit man den ganzen Grundaufbau sieht nochmal. Und da drauf die Ruderdollen mit einem Edelstahlstift, derzeit noch in Kunststoff eingelassen. Auch da kann man noch den letzten Sprung in der Evolution machen und das sogar auch noch komplett fräsen lassen. Sind wir dran, kann vielleicht kommen. Momentan gar kein Muss, das ist so eine selbst auferlegte Geschichte. Da könnte man also wahrscheinlich dann mit dem Bagger drüber fahren. Ja, hiermit mit dem iBoot 400 sieht man, dass es also nicht nur viel, viel kleiner geht, sondern auch viel größer. Hier haben wir ein Schlauchboot kreiert mit einem Innenraum von 3 Quadratmetern. 3 Quadratmeter ist schon ein Wort. Wir haben mittlerweile doch auch einige Berichte gezeigt, wie wir zu zweit mit Liegen von dem iBoot 400 aus angeln.
Das hat auch einen wunderbaren Kiel, aber in dem Fall muss man es zugeben, und zwar beabsichtigt keinen Hochdruckluftboden, sondern einen festen Holzboden mit Aluminiumverstärkung. Mit Liegen im Boot drin zu angeln, bedarf einfach auch noch einer höheren Stabilität. Ja, ein Detail an dem iBoard 400, eine Besonderheit am Markt auch, dass man zu zweit gleichzeitig rudern kann. Ruderaufnahmen nacheinander in passenden Abständen. So sind der Stefan Fiele und ich über den Lac du Der mal 15 Kilometer in 3 Tagen gerudert, mit sämtlichem Tackle im Boot und an den 2 Schlauchbooten, die wir hinterhergezogen haben, um von dort aus die Ruten rauszuziehen. Eine wunderbare Sache, man braucht da echt keinen E-Motor, man kann zu zweit paddeln und das hat echt Spaß gemacht. iBoard 400, wunderbare Sache, Bootsangeln, und zwar ohne, dass man einen Trailer braucht, ohne, dass man eine Garage braucht, in den Kofferraum, etwas größeren wäre vielleicht besser, zusammengelegt auch vor allen Dingen. Und schon kann jeder Mann für relativ kleines Geld Bootsangeln, hat permanent die Chance dazu. Ja, natürlich, auch wenn wir mittlerweile 5 verschiedene Schlauchboote in verschiedenen Größen auf den Markt gebracht haben in 5 Jahren, steht bei uns der Drang nach anderen Dingen, nach neuen Dingen, nach Dingen, die vielleicht noch nicht auf dem Markt sind, die man gebrauchen kann, nach wie vor an, und dazu hatten wir bereits vor 2 Jahren eine Schlauchboot-Serie, weil hier liegt ein 260er neben mir und hier ist ein 320er iBoat Narrow. Ich hatte also die Idee, wenn wir so extrem breite Schlauchboote produzieren, warum nicht auch mal Schlauchboote, die nicht dafür gedacht sind, dass man extrem viel Tackle über einen großen See schleppen muss und transportieren oder mit mehreren Personen, sondern tatsächlich nur zum Ruten drillen, Ruten rausfahren und so weiter. Da ist eine Entwicklungsstufe dieser 2 Boote, also 2 verschiedenen Größen der Narrows, direkt vor mir hier. Also bei den iBoats Narrow wollten wir alles anders machen. Die Breiten gab es bereits. Es hieß schmale Schlauchboote mit spitzem Rumpf vorne. Nicht extra viel Platz anbieten, sondern ein schmales Boot, super zu handeln und eventuell auch sehr viel schneller zum Rudern. Das galt aber später herauszufinden, ob das auch tatsächlich dann nachher der Fall ist. Interessant war, wie lösen wir die Paddelaufnahme? Aufgrund der Ruderboote, die täglich an meinem Haus vorbeifahren, sieht man schon gleich, dass bei diesen Booten die Paddel nicht mehr am Rumpf befestigt sind, weil der viel zu schmal ist, man könnte gar nicht paddeln, sondern der muss die Paddelaufnahme nach draußen verlegt werden. Und da wir es hier mit Schlauchboot zu tun haben und kein Metall da dran haben wollen in den Bereichen, habe ich mir was überlegt und das tatsächlich auch umsetzen können. Mit Hochdruck kann man entsprechende Aufnahmen tatsächlich fixieren. Also mit dieser ausgedachten Aufnahme für Schlauchboote, die besonders schmal sind, trotzdem sehr guten Hebel haben sollen, um zu paddeln. Man sieht schon, man kommt hier wirklich mit einem sehr guten Hebel nach außen. Eine entsprechende Länge auf der Seite, abgeguckt von der idealen Längenverhältnis, von dem idealen Längenverhältnis unserer iBoats, kann man hier eine sehr schöne Kraft ausüben auf das Wasser. Und wie viel schneller die Aero iBoats sind als normale iBoats, ob sie überhaupt schneller sind oder was passiert, darüber wollen wir euch jetzt noch nicht auf dem Laufenden halten. Ja, aus der Perspektive vielleicht ganz gut zu sehen, dass wir die Schnauze vorne sehr spitz haben zulaufen lassen, also mehrfach verklebte Stellen, um den Bogen immer weiter zuzumachen. Entsprechend aggressiv auch dann nach oben für wirklich stürmische Gewässer, in denen man trotzdem auch mal gerne eine Rute rauslegt, gerade dann, wenn es stürmt. Ist es notwendig, dass Ruten im Wasser sind, dann beißt es meistens auch gut. Ja, ist wie gesagt sehr, sehr schmal. Hier geht es nur noch um ein Schlauchboot, um Ruten rauszufahren, gegebenenfalls ein bisschen Tackle mitzunehmen, aber lange nicht mehr die Menge, die wir bei uns in den normalen iBoats reinbekommen. Sonstige Features, Sliding Bank und auch die Griffe an dem Heck, Tubes an den Seiten sind natürlich identisch, Materialien identisch, kaltverschweißte Nähte, Hochdruckluftboden, Kiel und so weiter und so fort bleibt gleich. Ja, seit kurzem haben wir dann uns auch mal überlegt, was für Vorteile hat eigentlich so ein großes Schlauchboot, in dem Fall ein 380er mit Festrumpf aus Aluminium, also nichts mehr aufblasbarer Kiel und irgendwie Boden, den man da reinlegt und so, sondern tatsächlich ein fester Aluminiumrumpf. Haben uns so ein Ding bestellt, 30 PS Motor draufgehangen und sind damit mal
klopfen gegangen mit der nüchternen Erkenntnis, dass wir das Boot jetzt sofort wieder verkaufen. Also man hat zu zweit Platz, um mit einer Route irgendwas zu machen, und zwar einer, der zweite schon nicht mehr. Und das macht einfach keinen Spaß. Dazu noch dieser ganz stark ausgeprägte Kiel, den das Boot hat, sorgt dafür, dass es sehr, sehr kippelig ist. Kippstabilität gibt es beim Alboot 400. Kleiner Tipp, wenn man da dann während dem Angeln einfach die Luft aus dem Kiel macht, ist das wie ein Brett. Man kann zu zweit auf einer Seite stehen beim Alboot 400, ohne dass das irgendwie großartig nachgibt in die Richtung. Hierbei reicht das Kopfnicken und es wackelt alles. Und natürlich das Metall im Aluminiumbereich ist laut, wenn mal was runterfällt oder man sich bewegt. Also, wer Interesse an so einem Boot hat, kann sich gerne melden bei uns. Das ist nagelneu, einmal geangelt und einmal gefahren. Auf dem Kurzschaftmotor schon runter geschnitten, der Heckspiegel. In bester Manier natürlich. Top-Material. Aus der Werkstatt der Alboots. So sieht sowas aus. Aber nichts für uns Angler. Zu guter Letzt noch eine kurze Info über unsere Historie. Die ging so, ja, man möchte fast sagen, auch 7 Jahre lang, 2004 ungefähr, 2003 bis 10, 11, also doch ein bisschen länger. GFK-Boote von der Firma Technostrat aus Bordeaux. Eine sehr schöne Sache. Hier ist noch ein letztes Catcher 495 mit dem 30 PS Motor, den wir eben gesehen haben. Wunderbar betrieben, fährt 50, 55 km/h. Ist eine tolle Sache, solide vom Boot zu angeln. Dazu im Vergleich das Alboot 400, für alle, die Interesse haben und nicht wissen, Schlauchboot oder GFK-Boot. Solange es windstill ist, ist so ein flaches Alboot 400 eine wunderbare Sache. Also es ist praktisch fast wie ein Steg, der da festliegt. Wenn Wind kommt, wird natürlich jede Welle, die seitlich kommt, wir reden nicht von den vorderen, die vorderen sind nicht schlimm, die seitlich kommen durch diesen hohen Auftrieb und diese stabile Balance mitgenommen. So gibt es also eine Bewegung. Diese Bewegung hat man sehr stark reduziert mit einem GFK-Boot, was einen Festrumpf hat. Da werden die Wellen besser geschluckt. Aber wenn wir es windstill haben, haben wir in einem GFK-Boot bei Bewegungen, die wir machen, auch wieder entsprechende Bewegung hin und her. Da ist das Schlauchboot im Vorteil. Wenn wir über noch eine größere Dimension sprechen, da sind wir also im Catcher 5,30 Meter. Hat mittlerweile auch sehr, sehr viele Einsätze hinter sich. Ob an großen Flüssen wie am Rhein oder an der Rhone, auf der französischen Mosel oder sonst wo beim Ballerklopfen und beim Karpfenangeln, habt ihr sicherlich das ein oder andere Update schon mitgesehen. Man braucht einen großen Stellplatz, man braucht ein entsprechendes Auto, was den Hänger auch dann ziehen kann. Man braucht natürlich die Investition. So ein Boot kostet schnell mal 20.000 Euro mit allem drum und dran. So ein 50 PS Honda Motor. Ich muss gerade das Auto ein bisschen überstimmen. Steuerstand, großer Trailer und überhaupt das Boot, bis alles mal schön dran ist. Ist also nichts, was man irgendwie für 5.000 Euro kriegt. Für weitaus weniger als 2.000 oder nur ein Ticken mehr als 1.500 kriegt man schon ein Alboot 400, von dem man aus eine 3x1 Meter lichte Innenfläche benutzen kann. Wir haben nicht umsonst den Vertrieb von GFK-Festrumpfbooten aufgehört. Sehr viele Interessenten, die aber dachten, oh, wenn ich dann ein Angebot mache, kriege ich vielleicht den Motor und den Steuerstand gratis. Ist nicht so, muss man alles bezahlen, kostet alles Geld. Für Leute, die jeden Tag auf dem Wasser sind, beim Raubfischangeln, macht es auch Sinn. Für stationäre Angelei kann man auch einfacher da rankommen, auch ohne Stellplatz. Ja, das war unsere Historie über Schlauchboote, mit denen wir uns über die Jahre angefreundet haben, auch heute noch Freund sind, aber auch unsere eigenen Ideen dann verwirklichen konnten. Die Metzler-Flotte in Orange, immer noch das Allrautmarin-Schlauchboot, man sieht's. Und dann kamen die Alboots, bisschen was über die GFK-Boote erzählt, die uns auch eine Zeit lang begleitet haben, auch viel Spaß gebracht haben und nach wie vor die letzten beiden uns viel Spaß bringen. Etwas über die Zukunft, was die Narrow-Alboots angeht, die nichts darstellen, was andere Boote ersetzt. Das wäre eine komplett neue Geschichte und ich betone wäre, noch sind die nicht auf dem Markt. Es ist nur eine Idee, die hier mal umgesetzt worden ist. Man sieht schon auf den ersten Blick, das ist was ganz anderes wie sonst. Wir werden sehen, wohin die Reise damit führt. Falls ihr Interesse habt, ein Alboot euch anzuschaffen oder überhaupt ein Schlauchboot und habt noch nicht so die Idee, welche Größe könnte es sein, kontaktiert uns. Die E-Mail-Adresse, Telefonnummern etc. pp. Dürfen alle bekannt sein. Imperial Fishing hilft euch gerne weiter, am Ende auch mit dem Alboot. Bis dann, macht's gut, ciao.